die kleine Maus, wenn sie dann sagt, ja, der Papa hilft, ja, der Papa tröstet andere Leute, der Papa ist der, der ein Pflaster klebt, ja, das, ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn meine Tochter mir da das Feedback gibt, ja, sie akzeptiert auch und sie findet schön, was der Papa da macht. Bei meiner ersten Fahrt ging nach Mazedonien. Die Leute leben sehr häufig unter sehr ärmlichen Bedingungen. Man sieht Kinder im Winter mit offenen Schuhen springen, ja, die kurzen Hosen oder was auch immer, weil sie einfach nicht die passende Kleidung besitzen. Und beim ersten Mal rutscht einem da so richtig das Herz erstmal in die Hose. Ja, also man denkt sich, wow. Mit was bin ich jetzt da konfrontiert? Und ganz ehrlich, es drückt auch beim ersten Mal schon massiv auf die Tränendrüse. Und man muss sich schon ein bisschen zusammenreißen und hier nicht auch einfach loszuweinen. Ja. Bei den Johannitern habe ich 1997 angefangen im Rahmen des Katastrophenschutzes. Ich habe mich da auf 10 Jahre verpflichtet, um nicht zur Bundeswehr zu müssen, parallel mein Studium machen zu können. Und über die Schiene bin ich hier hängen geblieben, habe mich hier im Katastrophenschutz bis dato engagiert, bin im Rettungsdienst, in der Auslandshilfe und mache auch die Ausbildung hier für unsere Katastrophenschutzhelfer mit. Gut, man muss natürlich schon sagen, dass die Zeit kostbar ist, die man hat, ja, und Freizeit noch kostbarer wird, wenn man im Berufsleben eingebunden ist. Aber schon allein der Hintergrund, dass man sich engagieren will, ist für mich Anreiz genug zu sagen, ich mache das trotzdem. Ich finde, die Zeit ist es absolut wert, sich die zu nehmen. Das Engagement hier, das hat mich schon für mein Leben auch geprägt, muss ich ganz klar sagen. Ich habe hier Grundkenntnisse in der medizinischen Hilfe gelernt, die man auch privat sehr gut anwenden kann. Ich habe einen Umgang mit anderen Menschen, insbesondere Menschen auch in Situationen, die nicht so entspannt sind, kennengelernt und auch gelernt, damit umzugehen. Und aus meiner Sicht, was mich schon auch begeistert hier, ist massiv die Kameradschaft, die es hier gibt. Mein Beifahrer, mit dem ich am häufigsten unterwegs bin, ist mein bester Freund. Ja. Also mit dem bin ich auch unterm Jahr inzwischen überall unterwegs. Wir haben uns genau einmal auf einem LKW einfach kennengelernt. Ja. Und es war so prägend, dass wir heute beste Freunde sind. Auf dem Heimweg, man reflektiert natürlich diesen Einsatz. Ja. Man unterhält sich mit dem Kollegen im Führerhaus. Man sitzt ja hier stundenlang nebeneinander. Ja. Also da verwickelt man sich natürlich in Gespräche. Man reflektiert, was haben wir jetzt erlebt? Was waren unsere Eindrücke? Was ist diesmal gut gelaufen? Was müssen wir vielleicht das nächste Mal anders machen? Und ganz klar, so einer der Sätze, der immer fällt, wann fahren wir das nächste Mal?